Jo Mann Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Real Life Mod und heute einfach mal so zum Spaß mit Musik im Hintergrund. Wir sind hier ja in der Höhle und ja, wenn euch es gefällt mit der Musik und so, dann müsst ihr das einfach sagen, dann lasse ich das nämlich drin, weil ich finde das ganz toll, denn dann ist es nicht so still, wenn ich mal die Fresse halte. Und ja, dann ist einfach so ein bisschen Hintergrund drin. Ich hoffe, es ist nur so ein bisschen Hintergrund, denn wenn es mehr als nur ein bisschen Hintergrund wäre, dann wäre das scheiße. Von daher teste ich das jetzt erstmal in einer Aufnahme. Und ja, wir sind hier gerade hier oben. Und wir müssen jetzt mal kurz was essen. Ich habe noch einen Cooked Pork Chop. Mampf. Yeah. Flying Tree. So, wir spielen jetzt mit der Version 0.15 vom Real Life Mod übrigens. Die wurde heute geupdatet. Von mir. Ja, warum bin ich hier hochgelaufen? Ich weiß es selber nicht. Lasst uns etwas bauen. Wir wollten den Schafstall. Wir hatten da hinten das Haus angefangen, genau. Deswegen sind wir auch in die Höhle gegangen. Wegen des Materials. Ja, yeah. Scheiße. Oh, wir haben keine Pickaxe mehr, das ist scheiße, oh yeah. Ja, Link zur Musik ist übrigens in der Beschreibung natürlich. Ja, und ich sehe schon was. Die Aufnahme wird nicht gerade klein. 2 Minuten, 345 Megabyte. Nope. Das ist natürlich scheiße, aber naja. Da haben wir noch Cobblestone. Holz haben wir natürlich nicht mehr. Aber wir haben eine Axt, also gehen wir jetzt mal abbauen. So. Gehen wir abbauen. Oh, ich stehe voll auf die Musik im Hintergrund. Eigentlich stehe ich ja eher mehr so auf Elektro-Techno-mäßig und so. Elektro und Dance und so. Aber ich mag das. Ich mag auch dieses Epische. Nur so quasi Dragons. Wie heißt es? Dragons Prophet. Das finde ich mega geil. Mega geil. Ne, dieses Two Steps from Hell. Das ist einfach beste, wo gibt. Oh. Ja, guck mal, wir stehen. Wir haben hier. Ja, das sind Schlittschuhe. Das sind Schlittschuhe. Das sollte sein. Ja, ich drücke jetzt gerade mal eher. Warte mal. Yeah. Arm da weg. Und dann wird getanzt. Arm da weg. Und dann wird getanzt. Ich weiß schon, warum ich dieses Feature reingemacht habe, weil es einfach mega Spaß macht. Yeah. Tanzen! Und die Beine breit! Guckt euch das mal an, ey! Ah. Nein, das sieht nicht falsch aus. Machen wir schnell wieder zu. Ui. Naja. Ja, also man kann auch Spaß haben mit dem Real-Life-Mod. Das sieht nicht nur cool aus. Nein, man kann auch Spaß haben. So, was wir eigentlich machen wollten. Stickies. Oh ja, machen wir einen Sticky und eine Spitzhacke. Also ich merke gerade, dass man gerade bei der Musik, das ist
als Hintergrundmusik weniger geeignet. Das sollte etwas Ruhiges sein, das hinterlegt, unterlegt. Unterlegscheibe, Hinterlegscheibe, hahaha. Ja, ich lade übrigens in der Zwischenzeit. Es wird wahrscheinlich sehr viel länger dauern. Es wird auf jeden Fall sehr viel länger dauern als dieses Let's Play gerade. Die Review für heute hoch, also auf Englisch. Und da steht einfach 699 verbleibende Minuten. Das ist natürlich super, weil das nur 1,5 GB sind. Ne? Das ist natürlich dann immer klasse. Also YouTube, gedrosselte Server, Fragezeichen? Nein! Ich stehe auf diese Art Musik, die finde ich cool, ich hab sie lieb. Ich bin verliebt in die Musik, denn das finde ich cool, anstatt Krieg. Frieden und Schlafen, zusammen, yeah. Wir haben 50 Euro. Warum weiß ich nicht? Warum funktioniert das hier in Minecraft und dem anderen nicht? Das finde ich lustig. Aha. Ach so, ich weiß warum. Oh ja. Wir drücken L und der macht Hitler groß mit links. Oh yeah, das ist eine Gesangsfolge. Ich nenne mich natürlich It's a Mysterious Mods. Ey, das sieht doch cool aus. Ja, das sieht definitiv cool aus. Warum sind wir nicht gesund? Weil wir nicht genug Essen haben. Warum haben wir nicht genug Essen? Weil wir nicht genug Essen haben. Ja, neue Animationen übrigens. Noch ein bisschen verbuggt, aber... Wenn wir einen Block in der Hand halten, sieht das so aus. Wenn wir ein Item in der Hand halten, sieht das so aus. So sieht das aus mit einem Item. Und so sieht das aus mit einem Item. Also 45 Grad bei einem normalen Item und 90 Grad bei einem Tool. Das finde ich cool. Ich gehe jetzt hier runter. Aua, aua, aua. Oh mein Gott, wir wären fast tot. Das wäre natürlich scheiße. Ich mag diesen Shader-Mod, ey. Ey, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Was wollten wir machen? Wir brauchen was zu essen. Oh, wir haben gar kein Schwert, ne? Wenn wir kein Schwert haben, dann ist das natürlich kacke. Und es ist schwer, gegen so eine Musik anzureden. Also, nächste Folge, andere Musik. Oder wenn ihr wollt, können wir die Musik auch nehmen, aber dann laber ich hier dauernd so rum und singe hier dauernd so rum und das wäre vielleicht manchmal dumm, denn ich laber ja ansonsten auch viel, viel, viel Scheiße, weil ich das weiß, oh yeah. Aha, Scheiße, fick dich doch, du Loch, ich will nicht in dich rein, vielleicht später, du Schwein, lass mich jetzt in Ruhe, du Sack, bitte lass mich, du Kackwurst, wir haben Schweine gefunden. Das ist mega cool und ich rappe, das ist schwul. Nein, warum sollte das denn schwul sein? Das ist doch hier ein Schwein. Warum laber ich denn so eine Scheiße? Ach so, ja, ich weiß, weil ich das sonst immer auch mache. Hahaha. Das klingt überhaupt nicht improvisiert, ist mir egal, denn ich bin ein Bücherregal. Stirb, du Schwein, ich hasse dich jetzt. Lass dich endlich töten. Denn wenn du tot bist, gehe ich dir an die Klöten. Muhaha, ich dichte hier auf ziemlich pädophile Weise. Gegenüber Schweinen geht das nicht, worauf ich ganz toll scheiße. Und jetzt passt die Musik nicht mehr ganz dazu. Aber das ist mir egal. Dich dich halt um, ist es kein Rap mehr, sondern eher irgendwas da drum. So ein Gesangsstück oder irgendwas in der Art. Vielleicht mach ich ein neues Format. Gesangs-Let's Play. Aha. 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 Ich wollte einen Witz machen mit ungespielt. Und ja. Und mit unheilig. Aber dann musste ich feststellen, oh Jan, dass es nicht ging. Es ging nicht, es ging nicht, es ging nicht. Ich singe für die Inge. Ich kenn zwar keine, aber das ist mir egal. Denn ich singe wie ein Bücherregal. Sogar einen Refrain gibt's hier und ich brauche was zu naschen. Sonst werden hier ganz schnell zu Flaschen.
La la la. Cooked Pork Chop ist jetzt da. Aha. Wenn ihr das Video mögt, dann gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten solltet ihr mich loben, es besser zu machen oder anders. Auch wenn Daumen nach oben bereits loben ist, was habe ich denn für einen Schiss? Ich improvisiere hier wie ein Schnabeltier. Aha. Das passt überhaupt nicht dazu. Und jetzt geht es uns bald wieder gut. Wir gehen in das Haus rein und bauen eine Wand rein. Und wenn wir Wolle und Clay haben, dann wird das alles bunt. Und wann höre ich eigentlich mal auf mit dem Gesinge für die gute Inge? Ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Wir machen uns ein Crafting Table hier rein. Ba ba da ba 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 ba. Und der macht einen Hitlergruß. Das ist wirklich scheiße. Oder das sieht nicht so aus, weil er die Hand so hier hält. Ich mag dich, Baum, wenn dir das gefällt. Oh yeah, Sonnenstrahlen, oh yeah. Epic Picture, yeah, wir müssen's aufs Klo, oh yeah. So, ich hab's geschafft, ich hab aufgehört zu singen. Und fangen wahrscheinlich gleich wieder an. So, warum ich die Bank hier hingesetzt habe, war, ich wollte mir Treppen machen für die obere Etage. Und da reichen, glaube ich, 8 Treppen auch schon. Nur, wo machen wir denn die Treppe mal hin? Hier ist die Tür. Wo können wir denn die Treppe dann hinmachen? Machen wir die Treppe... Ich habe eine Idee. Wir machen die Treppe hier so da rein. Hier drunter ist keine Erde, sondern Stein. Das hat sich schon wieder gereimt. Und ich gehe jetzt die Gefahr ein, zu singen. Aber ich mache es nicht. Es sei denn, die Musik ist so gut, dass ich es machen muss. Intro. 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 1,5 Gigabyte für 12 Minuten. Das ist zu viel. Hör auf zu singen. Das ist scheiße, scheiße. Ich lenk mich selber ab damit. Hahaha. Eigentlich ist es ja ganz cool. Wär's eine Treppe, du Dummbatz, sonst ist es nicht so toll. Also, setzen wir hier eine Treppe hin und nächstes Mal, das verspreche ich euch, nehme ich mal andere Musik, es sei denn, die gefällt euch und ihr wollt mich singen hören, weil ich ein Popstar bin. Nein, mir geht's schlecht. So, passt mal auf, was ich jetzt mache. So, die Musik ist leiser, jawohl. Dann muss ich nämlich nicht so singen. Wir brauchen wieder Holz. Seht ihr, klappt doch gleich viel besser. Also, ähnliche Musik nächstes Mal. Und das habe ich jetzt schon zum 80. Mal gesagt. Das ist mein Alter. So. Das Haus sieht eigentlich ganz cool aus, aber es sieht ein bisschen so aus wie hingeschissen, ne? So ein bisschen. Und zwar, weil hier die Toilette ist, glaube ich. Das ist der Ursprung. Ich schmelze mir mal Glas gerade. Denn Glas ist cool. Glas ist cool, aber wir haben keinen Sandstein. Scheiße. Verwirr mich doch nicht. Aber wir haben keinen Sand. Scheiße. Dann gehen wir ja in die Nähe des Wassers, ne? Dann kann ich euch was zeigen gleich. Hand aus dem Item. Laufen. Und ab ins Wasser. Yeah, so sieht das jetzt aus. Also wenn man springt ins Wasser, dann macht er so ein bisschen Bewegung. Und hier, der bleibt auch jetzt automatisch kurz unter der Wasseroberfläche. Wenn ihr schwimmt, legt er sich hin. Und wenn ihr nicht schwimmt, dann richtet er sich so auf, ne? Dann sieht das nämlich so aus im Wasser. Und ich mache jetzt mal einen Screenshot. Das sieht cool aus. So, wir waren jetzt... Was, warum... Hä? Hä? Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Keine Ahnung, warum ich da gerade verletzt war. Jedenfalls bleibt er halt so unterm Wasser. Und dann sieht das auch ganz cool aus.
Ja, und er taucht auch von alleine wieder auf. Also, zum Runtertauchen müsst ihr Shift drücken und dann taucht er von alleine wieder auf. Das macht man in echt ja auch, ne? Ich werde natürlich noch Animationen bis zum nächsten Mal reinmachen, dass der dann auch, wenn ihr wieder auftaucht, dass der dann vielleicht mit den Armen so ein bisschen nachhilft, so wie er es beim Schwimmen gar nicht mit den Beinen machen kann. Das hier meinte ich. Schwerstarbeit. Wunderbar. Viertelstunde und 2 Gigabyte. Ey, neue Glanzleistung. Oh, mal gut, dass ich mir Wasser neben dran gestellt habe. Wasser. Das hat man überhaupt nicht gehört, ne? So, was wollten wir machen? Wir wollten Sand haben, ne? Aber die Mine, das hier will ich eigentlich gar nicht weggraben. Und da hinten weiß ich schon genau, was ich hinmachen werde. Da kommt so ein Komplex irgendwie hin. Ich weiß nur nicht genau, was. Irgendwas Schönes, weil das sieht einfach schön aus. Vielleicht lassen wir das auch einfach so. Könnt ihr mal unten in die Comments schreiben, wie ihr das wollt. Eine Sandmine. Ich suche mir jetzt eine Sandmine. Gibt ja eine Herrmine. Da kann man Herren oder Haare minen. Und jetzt suche ich mir eine Sandmine. Sandmine. voll der gute Witz mit Hermine, ne? Ich weiß. So bin ich halt. It's a mysterious. Schlechte Witze and more. Wisst ihr, was lustig ist? Es ist ja Wochenende, ne? Das ist natürlich lustig, aber ich habe auch, weil ja heute Update war, habe ich die Nacht eigentlich durchgemacht. Nur dann war ich um 5 Uhr, um 6 Uhr morgens, nee, 7 Uhr morgens war es, einfach so müde. Wir haben kein Licht, scheiße. Wir haben Licht. Einfach so müde. Ich habe mich hingelegt und habe dann bis 5 Uhr, also eine Stunde vor dem Update, geschlafen. Bis 5 Uhr nachmittags geschlafen. Und bin jetzt total gut gelaunt. Obwohl ich normalerweise, wenn ich müde bin, weil ich bin jetzt immer noch so ein bisschen müde, bin ich eigentlich gar nicht gut gelaunt. Aber keine Ahnung warum. Das finde ich recht cool. Also hier haben wir jetzt die Sandmine. Und dann können wir uns auch gleich ein bisschen Gras craften. Klar, wir craften uns Gras. Ach so, hier kann ich abbauen. Ist ja gar kein Meer daneben, ne? Warum habe ich da nicht abgebaut? Bin ich doof? So, und dann bauen wir... Genau. Hier kommt der Hafen hin. Oder ist hier hinten eine bessere Location für einen Hafen? Ich gehe mal gerade hier hinten hingucken. Oh, oh. Warum war das denn auf hart? Da war gerade ein Creeper, ey, scheiße. Ich glaube, fast hier hinten ist doch eine bessere Location für einen Hafen. Oh, hallo Zuckerrohr. Ich finde dich zuckersüß. Ja, da hinten kommt der Hafen hin, glaube ich. So, wie viel Sand haben wir denn? 64 und 3, das macht 67, das sollte reichen. Nicht wahr? Ey, mach mal Licht an hier. Taschenlampe. Es sieht echt aus, voll wie mit der Taschenlampe hier am Baum, ne? Finde ich voll cool. La la la. So, back home. Ey! Back home. We are. Run, 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 run. Oh, das sieht mit dem Baumhaus echt mega geil aus. Hier sind wir. Wir haben Holz abgebaut. 28 Holz haben wir. Das Licht brauchen wir. Dann bauen wir hier hinten oben mal den Boden zu. Boden zu, Boden zu, Boden, Boden zu. Warum habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Yeah, yeah. Jawohl. Hier ist... Scheiße. Ach so. Ja, lustig. Dann haben wir hier oben natürlich viel weniger Bodenfläche. Das ist natürlich kacke. Aber. Dafür können wir hier zumachen. Dann haben wir nur hier. Dann haben wir nur hier so ein bisschen weniger Bodenfläche. Hier haben wir dann den
Bad Boden. Bad Boden. Bad Boden Allendorf. Hahaha. Hahaha, Bad Boden Allendorf. Ja, die fühlen sich da alle bestimmt so. Hm. Garantiert. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Ike und ein Labo. Lasst mir ein Ike und ein Labo da. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.